Hand aufs Herz, liebe Freunde, was ist eines der allergeilsten Gefühle dieser Welt? Für mich ist es der Glaube daran, an einem Tag alles schaffen zu können, was ich mir vorstelle, alle meine Ziele zu erreichen, die ich habe und die Welt erobern zu können. Und wie kommt man in diesen Mood, in diesen Superhero-Mood, nenne ich ihn immer? Für mich ist es, indem ich maximal geil in den Tag reinstarte. Und dafür habe ich mir meine eigene Morgenroutine entwickelt und auch durch die nehme ich euch heute wieder mit, um euch zu inspirieren und euch ein wenig Insights in meine Routine zu geben. Wie ihr wisst, lasse ich ja mein Handy immer im Wohnzimmer liegen über Nacht und lasse mich so von meinem Wecker in einem anderen Raum wecken. Dadurch muss ich direkt aufstehen und kann gar nicht erst auf die Idee kommen, die Snooze-Funktion zu nutzen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als den Snooze-Button zu nutzen, weil es ist einfach nur verschwendete Zeit und verschwendete Energie auf allen Ebenen. Also Leute, sofort aufstehen und das hilft wirklich sehr dabei, einfach das Handy in einen anderen Raum zu legen, weil dann müssen wir aufstehen. Dann sperre ich einmal mein Handy und mache mir einen Podcast oder auch Musik an und lege es wieder weg. Also ich lege es dann wieder auf den Schreibtisch und nutze es nicht. Danach ist der erste Gang zur Toilette und zur Waage und danach ins Bad, um mir die Zähne zu putzen, das Gesicht zu waschen und mir die Haare zu kämmen. Mein Bett wird auch immer direkt nach dem Aufstehen gemacht, weil Ordnung gibt mir dann schon mal so ein richtig gutes Gefühl von Accomplishment, also von ich habe was erreicht und ich war produktiv am Morgen. In der Küche koche ich mir zunächst erst eine große Kanne Tee und eine Tasse schwarzen Kaffee. Und vor allem anderen gibt es auch immer Wasser mit 10 Gramm Glutamin. Trinken ist mir morgens super wichtig, weil es den dehydrierten Körper von der Nacht wieder hydriert und auch meine Verdauung immer ganz gut anregt. Danach mache ich LPF, also Low Pressure Fitness oder auch das Vakuumtraining, weil es meinen Transversus Abdominis trainiert und somit meine Bauchkontrolle verbessert und es mir langfristig eine schmalere Taille verschafft. Ich mache also jeden Morgen ca. 3 bis 6 Sätze davon, halte das Vakuum in verschiedenen Positionen so lange wie möglich, atme aus und mache dann den nächsten Satz. Ein bisschen Mobility ist meistens auch dabei, um einfach meine Muskulatur schon einmal zu durchbluten und meinem Körper ein gutes Gefühl zu geben. Bevor ich dann esse, setze ich mich für 5 bis 10 Minuten hin und schreibe in mein Journal. Alles Mögliche, das mir Positives in den Kopf kommt, um mich für den Tag zu hypen oder mit dem ich mich befassen möchte, kommt auf dieses Blatt Papier. Das können Ziele sein, es können Glaubenssätze sein, es können Affirmationen sein, Dankbarkeitsarbeit, es können aber auch Zweifel und Ängste sein. Es gibt hier wirklich kein richtig oder falsch. Diese kurzen Minuten am Morgen lassen mich wirklich mit klaren und fokussierten Gedanken in den Tag starten. Macht euch gar nicht so viele Gedanken darüber, was ihr aufschreibt möchte, sondern lasst einfach mal so ein bisschen flowen, worauf ihr an diesem Tag Lust habt, was ihr fühlt, womit ihr euch einfach diesen Tag befassen möchtet. Also ich finde es immer einfach super, um den Ton für den Tag zu setzen und sich vorzunehmen, wie man den Tag gerne verbringen möchte, mit welchen Gedanken man den Tag gerne verbringen möchte. Es macht wirklich einen riesigen Unterschied. Dann stelle ich für 3 Minuten meine Mikrowelle an und fasse auch erst zu diesem Zeitpunkt das erste Mal wieder, nachdem ich mir meinen Podcast angemacht habe, mein Handy an, öffne Nachrichten, Social Media. Das mache ich bewusst vorher nicht, um meinen Fokus und meine Gedanken wirklich bei mir zu halten. Das ist mir auch sehr wichtig, weil wenn ich direkt am Morgen schon mit Nachrichten und mit der Außenwelt so extrem konfrontiert werde, dann bin ich direkt unruhig und habe direkt das Bedürfnis, irgendwie zu antworten oder auf irgendwas zu reagieren. Aber ich möchte ja gerade den Morgen ruhig und entspannt starten und meine Gedanken bei mir behalten und mich mit mir selbst, meiner Persönlichkeit befassen. Nach den 3 Minuten mache ich mir Mandelmus auf mein Porridge und schaue ein Video und genieße einfach nur. Ich liebe meine gemütliche Morgenroutine beim Frühstücken. Es ist einfach so lecker und es ist so schön, dort zu sitzen, ein Video ganz entspannt zu schauen und mein Porridge sehr zu genießen. Und in dieser Ruhe tanke ich wirklich Kraft für den ganzen Tag. Nach dem Frühstück mache ich mir meinen Meta-X für den Stoffwechsel und den Energiekick für den Tag, koche meinen Reis und preppe mein Pre- und Post-Workout-Meal, also gieße meinen Mais- oder Reispudding auf. Und dann mache ich meistens ein paar Steps auf meinem Laufband draußen und arbeite währenddessen, aber heute nicht, weil ich den Walk mit einem Einkauf verbunden habe, nachdem ich mich fertig gemacht habe und gearbeitet habe. So musste ich nicht vorher schon steppen. Da bin ich in der Off-Season auf jeden Fall deutlich flexibler als in der Diät. Mich schön und zurecht zu machen, gehört
gehört auf jeden Fall für mich mit festem Bestandteil zu meiner Routine, weil es für mich einfach auch Selbstrespekt bedeutet und Selbstliebe bedeutet und ich mich so auch am produktivsten und am wohlsten fühle. Solch ein Morgen bedeutet für mich wirklich enorme Lebensqualität und es ist so viel schöner für den gesamten Tag, als wenn man gehetzt den Morgen verbringt, wenn man schon einfach zu lange schläft, wenn man einen Termin hat und ja, sich einfach super da stressen muss. Diese Ruhe, wie gesagt, gibt mir einfach enorm viel Kraft für den Tag. Und ich kann dir wirklich auch nur empfehlen, setze den Ton für den Tag, kreiere dir deine eigene produktive, aber auch gemütliche Morgenroutine und hype dich selbst für den Tag. Mach das Beste aus deinem Tag und fang damit nicht erst am Mittag an, sondern fang damit direkt am Morgen an. Ich verspreche dir, du wirst dich einfach so viel besser fühlen. Danke Leute fürs Anschauen des Videos. Ich hab euch lieb und wir hören uns im nächsten. Bye, bye.